Es gibt Persönlichkeitseigenschaften, es gibt Charaktermerkmale, die du haben solltest, die deine Geschäftspartner haben solltest, wenn du mit denen Geschäfte machst oder wenn du mit anderen Geschäfte machst. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensentwicklung und wir begleiten jedes Jahr eine große Zahl von Gründern und Unternehmern dabei, ihre Projekte zu starten oder voranzubringen. Und die Frage, die mich persönlich als Coach, als Unternehmer immer stellt, was sind Unterschiede in den Persönlichkeiten und wie hängt der Erfolg oder wie hängt der Misserfolg des Einzelnen zusammen mit der Persönlichkeit, mit den Werten, mit den Prinzipien? Und die Erkenntnis, die ich jetzt im Laufe der letzten 15 Jahre hier mit unserem Unternehmen gewonnen habe und in vielen Coachings, sind zwei wichtige Eigenschaften, zwei wichtige Kriterien. Top two for biz, also die wichtigsten zwei für dein Geschäft, so habe ich das genannt, und sie helfen dir, wenn du diese richtig einsetzt, sofort dabei, erstens dich selbst zu optimieren, dass du renommiert, dass du einen guten Ruf hast, dass du ein gutes Image hast, dass deine Reputation dir vorauseilt, und es hilft dir zweitens noch dabei, deine Geschäftspartner, deine Mitarbeiter danach auszuwählen, ob sie wirklich geeignet sind. Nun, Top 2 for Biz, was könnte das sein? Fangen wir mit dem ersten an. Das erste wichtigste Kriterium ist, dass wenn Menschen dir etwas zusagen, dass sie es auch einhalten. Nun, das hört sich vielleicht ein bisschen altbacken an, das hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber das, was ich beobachtet habe, ist, die Top-Unternehmer, die wirklich erfolgreichen Führungskräfte, denen ist es sehr wichtig, dass sie als ein Mensch bekannt sind, der, wenn er etwas sagt, dass er es auch tut. Wenn er eine Zusage bringt, dass er liefert. Ich beispielsweise habe in meinem Netzwerk aufgebaut, wenn ich irgendwo einen Vortrag liefere oder was Kompliziertes mache, dass egal wie es mir geht, dass ich dranbleibe und die Sache dann auch liefere. Und diesen Ruf, den wünsche ich dir auch, dass du also bekannt bist für jemand, der Verbindlichkeiten eingeht, der die freiwillig eingeht und dann aber auch liefert, also zusagt, also einhält. Es ist erstmal so, dass du 3, 4, 5 Personen eine Zusage gegeben hast und das nicht einhältst, das spricht sich rum. Andersrum aber, wenn du deinem Menschen sagst, jawohl, ich habe zugesagt, bis nächsten Dienstag habe ich mit dem Anwalt gesprochen, am Mittwoch um 11 Uhr kommt die E-Mail und beim Termin, sollte es im Termin kommen, am Freitag bin ich auch dabei. Nun, das merken sich die Leute und du zahlst damit ein in das Guthabenkonto, in ein Beziehungskonto beim anderen. Die anderen merken sich das, wenn du Verbindlichkeiten eingehst und lieferst, und es baut sich etwas auf, was wir dann Vertrauen nennen. Man kann also sagen, dass auch Vertrauen die Summe eingehaltener Versprechen ist. Und die Fähigkeit oder das, was dich dann ausmacht, deine tägliche Handlungsmaxime, ist dann Verbindlichkeiten, die du eingehst, auch zu liefern. Nur was machen viele Menschen? Viele Menschen haben festgestellt, wenn ich jetzt 3, 4, 5 Versprechen abgebe, dass sie dann die vielleicht vergessen, dass sie nicht so gut organisiert sind, dass sie 20 Kunden oder 30 Mitarbeitern und Führungskräften und vielleicht Kooperationspartnern, dass sie gar nicht ein Zeitsystem haben, mit dem sie sich selbst daran erinnern können, dieses System dann auch umzusetzen. Folglich misstrauen vielen Menschen sich selbst und geben gar keine Verbindlichkeiten mehr ab, die sie dann liefern können. Nun, was hat das zur Folge? Dass du innerhalb von Jahren wenig Menschen Vertrauen aufbauende Maßnahmen geschenkt hast, dass du wenig in andere investiert hast und du auch einen schlechten Ruf hast. Also brauchst du an dieser Stelle schon zwei Sachen. Ich selbst bin in vielen Unternehmen beteiligt. Ich habe viele, viele Kunden, die bis zu wichtigen Kreditansagen sich auf mich verlassen, dass ich Frist einhalte, und auch viele Geschäftspartner, die sich auf mich verlassen. Und da das Erste, was du machen kannst, ist, dass du ein System dir aufbaust, dass du vielleicht 100 Versprechen abgeben kannst und dich darauf verlassen kannst, dass du es einhältst. Verbindlichkeiten also einzugehen und zu liefern, das ist so das A und O, wonach ich meine Geschäftspartner und Mitarbeiter auch dort überprüfe. Nun, das Zweite ist das Thema, das nenne ich Gerechtigkeit. Das hört sich vielleicht ein bisschen nach Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit an, aber im Alltag heutzutage ist das auch sehr wichtig, denn wenn du Menschen etwas gibst, dann erwartest du auch, dass du etwas zurückbekommst. Oder andersrum gesagt ist, wenn Menschen dir etwas liefern, dann beobachten die Menschen dich, ob du das wahrnimmst und ob du auch zurücklieferst. Und dieses Gefühl dafür, dass der Ausgleich auf beiden Seiten, dass wenn das eine Waage ist beispielsweise, dass andere Menschen dir nicht 100 beispielsweise Stunden oder Geld oder was auch immer an Maßeinheiten geben,
dass das nicht irgendwann ausschlägt und du sagst, na gut, das nutze ich einfach mal aus, sondern dass du das Gefühl hast, auch etwas zurückzugeben. Sprich also, dass du bereit bist, für jede Leistung auch eine Gegenleistung zu bringen. Nun, woran kann man sowas erkennen? Es gibt Menschen, die sagen, ja, sicherlich brauche ich einen Anwalt, aber 150 Euro bin ich nicht bereit zu bezahlen. Nein, nein, sicher brauche ich einen Buchhalter, aber 50 Euro sind mir viel zu viel. Also das mache ich wieder selbst und freue mich. Wie, das Logo kostet 700 Euro, das kriege ich doch bei Internet für 35 Dollar. Wie, die Webseite kostet 3000 Euro? Nein, 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 das macht mein Freund für 400 Euro. Dass du aber eine miese Qualität erstens dabei einkaufst oder dass du jemand bezahlst, der schwarz arbeitet und jemand anderen die Existenz nimmst. Nun, das wird dir später einfallen, spätestens dann, wenn dein toller Schwager des Freundes, der deine Website gemacht hat, mit den Zugangsdaten der Domain abgetaucht hast, nur nichts mehr rankommst und alles dreimal bezahlst. Das gilt für Unternehmensberatung. Klar, Unternehmensberatung 100, 150 Euro Stunde muss man nicht bezahlen, man kann sich alles zusammenlesen. Dann aber kann es passieren, dass dir Fördermittel vielleicht von 20.000 Euro verloren gehen. Nun, hat sich deine Investition des Nichtzahlens gelohnt? Natürlich nicht. Also die wichtige Frage ist immer, dass eine Leistung anerkannt werden muss und dass auch hier die Verbindlichkeit, die Verpflichtung da ist, auch die Gegenleistung zu bringen. Nun, wenn du deine Geschäftspartner jetzt überprüfst, deine Mitarbeiter, Kooperationspartner, sind alle bereit, Verbindlichkeiten erstens einzugehen? Und haben sie das System und auch das Wollen, das zu liefern? Nun, herzlichen Glückwunsch, ich wünsche dir davon Hunderte. Und die zweite Frage ist, anerkennen deine Geschäftspartner und Kundenauftraggeber auch deine Leistung? Also sind sie auch bereit zu zahlen? Sind sie auch bereit, die Gegenleistung auf anderen Kompensationsebene beispielsweise zu bringen? Nun, dann wünsche ich dir dabei alles gut, dass du weiter diese Kunden und Geschäftspartner findest und behältst. Ja, und die letzte Frage ist, wer bist du? Bist du jemand, der gerne Verbindlichkeiten eingeht mit Fristen und dann auch alles daran setzt, die einzuhalten? Nun, dann wirst du es sehr leicht haben in deiner Selbstständigkeit. Du wirst viele Kunden gewinnen, die dich auch mit höheren Preisen beispielsweise wieder buchen oder deine Produkte kaufen. Und bist du jemand, der die Leistung anderer anerkennt? Nun, dann wirst du ein tolles Team an Beratern um dich herum haben, die dich unterstützen, die dich gerne mit anderen Ressourcen versorgen, die dich weiterempfehlen und die auch gerne für dich arbeiten. Und wenn du einen Auftrag, wenn du ein Anliegen hast, die sich sofort für dich auch Zeit nehmen und sagen, Mensch, wenn ich zu dem Benny gehe beispielsweise, der bezahlt sofort dann auch die Rechnung oder geht mit der Kompensation rein und setzt auch alles dran, seine Versprechen einzuhalten. Nun, da wirst du genügend Kooperationspartner und Ratgeber haben und Helfer, die dir bei den Projekten dich unterstützen, die deine Teller mitdrehen und die du nicht mehr alleine drehst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn du hierzu Fragen hast oder wenn du tiefergehend in die Persönlichkeit eines Unternehmers reingehen willst und gucken, was sind deine Stärken, was sind vielleicht auch Schwächen, wo brauchst du Ergänzung, da haben wir auch einen speziellen Persönlichkeitstest und viele andere Methoden, mit denen wir dir helfen können, deine Persönlichkeit weiter zu optimieren. Es gibt niemanden, der alles kann, aber jeder von uns hat Luft nach oben und wir als Coaches und Berater helfen dir dabei, diese Luft nach oben ein wenig dünner zu machen, dass du der werden kannst, der du auch wirklich sein willst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.